Hallo und herzlich willkommen bei Barstuning. Wir werden heute beim A38L den Klimakompressor wechseln. Dazu ist es aber so, der Schlossträger kann natürlich drin bleiben. Wichtig wäre dabei nur, ich werde euch das Video mal unten in der Videobeschreibung verlinken, wenn der Schlossträger bei euch noch montiert ist, dann muss oben die Lichtmaschine raus, weil ansonsten kriegt ihr den Klimakompressor hier leider nirgendwo rausgezogen, weder unten, Schlossträger sitzt ungefähr hier, da kriegt ihr ein Problem mit der Sekundärluftpumpe, weil ihr den Keilriemen sowieso lösen müsst. Zwei Schrauben an der Lichtmaschine ist wesentlich simpler als da unten das Gefummel mit der Sekundärluftpumpe. Dementsprechend Lichtmaschine rausnehmen, geht relativ schnell. Video werde ich euch natürlich unten drin verlinken. Und dann ist es natürlich auch noch wichtig, dass die Klimaanlage komplett leer ist. Das heißt, ihr müsst die absaugen lassen, dass kein Kältemittel mehr drin ist, beziehungsweise euch das Gas nicht entweicht. Ich habe jetzt schon eine Leitung aufgeschraubt, 6er Imbus, aus dem Grund, weil der hier am Schlossträger dran geblieben ist. Die andere Leitung nehmen wir natürlich auch weg, ebenfalls 6er Imbus. Ich habe auch den Schlossträger hier einfach nur weggenommen, dass man das Ganze auch wesentlich besser sehen kann. Wenn der Schlossträger montiert ist, kann ich videotechnisch mit der Kamera nirgendwo reinfilmen, dass man das vernünftig sieht, weil er immer irgendwo anders fokussiert. Ist auch unter ein Grund dafür, den Schlossträger für die Videos wegzunehmen. Schraube raus. Bisschen dran wackeln. Wichtig ist, hier auf den Leitungen ist natürlich eine Dichtung drauf, diese nicht verlieren. Schrauben schraube ich wieder da rein, dass ich sie nicht verliere. Stecker, den wir gleich lösen können. Ich nehme da immer so einen Schraubendreher, fahre hier oben ein bisschen rein, löse den Clip und ziehe dann den Stecker ab. Dann haben wir zwei Schrauben. Die eine Schraube sehen wir hier ganz gut, ist beides 16. Und die andere Schraube sehen wir von hier ganz gut. Die zwei öffnen wir. Die habe ich bei mir schon gelöst. Müsst oben ein bisschen schauen, wie ihr da reinkommt, dass ihr die Schraube löst, ohne dass sie irgendwo ansteht. Nehmen wir die Schraube hier raus. Und dann hier unten noch die hier. Ihr solltet vorher auf jeden Fall prüfen, ob ihr eine 16er Nuss habt oder einen 16er Gabelschlüssel oder irgendwas. Oftmals ist es so, dass in den günstigeren Kästen, die man gerade so zu Hause hat, wenn man mal ganz, ganz selten was machen muss, dass da gar keine 16er Nuss drin ist. Dementsprechend schaut, bevor ihr die Arbeit macht, ist eine 16er Nuss da oder ein 16er Schlüssel irgendwas. Wie gesagt, für unten so eine Nuss, wunderbar. Oben geht es theoretisch auch mit so einer, ich sag mal, ein bisschen längeren 16er Nuss. Ist bei mir ein bisschen strenger drin. Hier ist dann noch so eine Distanzhülse drin, so ein Alustück ist hier drin, das zeige ich euch gleich nochmal. So. Müsst ihr ein bisschen hebeln, dann geht das ganz gut und könnt dann das ganze Teil hier rausnehmen. Dann haben wir unseren Klimakompressor draußen. Das hier ist dann diese Hülse, die hier noch mit drin ist. Das heißt, die sitzt hier und dann geht die Schraube einmal komplett durch. Das Ganze ist natürlich auch schon ein bisschen länger eingebaut. Dementsprechend kann es sein, dass es ein bisschen fester sitzt. Ihr seht, das Ganze ist kein Hexenwerk, den kriegt man relativ gut raus. Wenn jetzt der Schlossträger natürlich montiert ist, wird es ein bisschen schwieriger, hier reinzukommen, dann noch zu hebeln. Vergesst nicht, dass ihr hier vorne natürlich noch eine Seite habt. Bei euch ist natürlich die Stoßstange hier vorne noch dran, aber von unten ans Fahrzeug kommt ihr natürlich auch dran, um dann hier ein bisschen dran zu wackeln. Wenn die Lichtmaschine draußen ist, kriegt ihr das Ganze super gut nach außen rausgezogen. Hier ungefähr sitzt dann schon der Schlossträger, also nach oben habt ihr auf jeden Fall genug Platz. Nur wenn die Lichtmaschine drin ist, wird es sehr, sehr schwer. Das Fahrzeug ist ein Schlachter, dementsprechend baue ich das Ganze nicht wieder zusammen, sollte aber im Endeffekt kein Drama sein. Die beiden Schrauben wieder rein, das sind übrigens zweimal die gleichen. Oben natürlich das Distanzstück wieder rein und das Ganze dann verschrauben. Das Ganze auch wieder anstecken und dann natürlich auch wieder beide Klimaleitungen montieren. Einmal die hier, einmal die vom Schlossträger kommt. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend und Nacht, wann immer das Video seht. Lasst es auf jeden Fall gut gehen. Wie gesagt, Schlossträger hier war einfach nur montiert, dass ich es sichtbar zeigen kann, weil wenn der Schlossträger hier dran ist, erstens super dunkel hier hinten drin, zweitens fokussiert die Kamera immer auf irgendeinen Schlauch oder sowas. Dementsprechend habe ich den Schlossträger rausgenommen, dass ihr das auch sehen könnt. Jetzt wisst ihr, wie es geht. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend und Nacht, wann immer das Video seht. Weitere Videos zum A38L und auch zu anderen Fahrzeugen bei mir auf dem Kanal. Bis dahin, macht's gut. Ciao.